Wir haben den Lukas Hütter samt seinem Vater Roger Hütter im Stadion Eckenberg. Du hast halt eine ganz tolle Leistung in diesem Finale gezeigt, Lukas. Danke. Wie hast du das Spiel aus deiner Sicht gesehen? Du bist sehr häufig im Einsatz gewesen. Es war ein sehr spannendes Spiel, aber wir haben leider einen sehr geringen Kader gehabt. Wir waren nur 18 Leute. Es war sehr hautfins. Wir haben wenig Pausen gehabt. Aber im Großen und Ganzen haben wir gut gespielt. Wir haben es leider durch blöde Fouls und einfach blöde Sachen haben wir das Spiel leider verloren. Es ist sich vielleicht anders ausgegangen. Ob man Windy schon meint, prinzipiell war die Saison sehr in Ordnung von dem Verein. Ist die Enttäuschung jetzt sehr groß, dass man das Finale nicht erreicht? Oder sagt man, okay, darauf kann man eigentlich aufbauen, was man geleistet hat dieses Jahr? Mein Ziel war schon, ins Finale zu kommen gewesen. Man kann es nicht mehr ändern. Wir müssen einfach für nächste Saison härter trainieren. Bei den Trainings härter trainieren und einfach. Wir müssen einfach härter trainieren, das ist. Roger, wie hart ist es für einen Vater zuzuschauen, wenn der Bub so kämpft? Ja, ich meine, es ist teilweise eine schwierige Situation, wenn halt dein Sohn irgendwo im Spielfeld liegt, aber man muss sich da auch im Griff haben und muss das auch beherrschen, sag ich jetzt einmal. Du hast halt vom Florian Friedrich, den ich auch gut kenne, 2 Monster-Hits beim Return kassiert. Ja, die waren fein. Wie ist das Gefühl? Es ist schon. Das Blöde war, ich habe nicht gesehen, wie er gekommen ist. Blind. Er ist wirklich. Er ist hinter Mann auf einmal, vor Mann auf einmal, er ist auf einmal vor mir gestanden. Und nachher war ich nicht mehr auszuweichen und. Es hat war von oben sehr spektakulär ausgeschaut, kann ich das sagen. War sicher interessant für die Zuschauer, für mich war es nicht so nett, aber. Der Helm hat es gut gehalten. Okay. Hast du manchmal Angst um deinen Sohn, Roger? Angst, die Angst hält sich in Grenzen, sage ich jetzt einmal, aber ein gewisses Kribbeln ist immer dabei, ist ganz klar. Bist du schon lange beim Football dabei, oder? Seit mein Sohn spielt, sage ich jetzt. Aber selber vorher nicht Football spielt? Selber vorher nicht gespielt, ne. Sozusagen jetzt Supporting Vater. So ist das, richtig, jawohl. Da wünsche ich euch eine schöne Heimfahrt nach Tirol. Gratuliere mal zu der Leistung in der heutigen Saison, das war sauber, wie man in Graz sagt, in Tirol nicht. Und alles Gute für die Offseason. Danke. Danke. Und wir werden das nächste wiedersehen.